Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru und Yippie von den Glücksbärchis, denn die gibt es gerade im Überraschungsei in einer Special Edition. Und hier sind sogar zwei Figuren garantiert in diesen vier Eiern. Wie geil ist das denn? Ich bin super gespannt, wie die Glücksbärchen mir gefallen werden. Vielleicht, ob die wirklich so süß sind, wie man sie noch kennt. Kennt ihr eigentlich die Glücksbärchis noch? Die kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Die war irgendwie vor 100 Jahren und da fand ich sie auch wirklich sehr süß. Ich fand die auch mal, die gab es auch als Kuscheltiere. Hattet ihr so ein Glücksbärchen als Kuscheltier? Den Löwen gab es sogar auch. Den fand ich total cool, weil er hatte so eine richtige Mähne hier, der Löwe. Das sah richtig cool aus. Nicht so wie der Junkfood-Guru heute mit frisch gewaschenen Haaren. Der Löwe hatte einfach immer Volumen im Haar. Das war, fand ich ganz, ganz toll. War ich begeistert von. So, und hier sind jetzt, wie gesagt, zwei Glücksbärchis drin. Insgesamt gibt es vier Figuren. Also, dass man hier die Chance hat, alle zu bekommen, ist relativ groß, wenn in einem Viererpack zwei drin sind. Man könnte das jetzt wissenschaftlich ausrechnen, das wäre aber viel zu langsam. Ich mache mich mal gleich über die Eier hierher, damit ihr da schnell auch seht, was für zwei Figuren drin sind. Vorher verrate ich aber nochmal, welche drin sein könnten. Ja, ihr habt schon gesehen, Brummbärchi ist auch dabei. Es gibt Brummbärchi, Sonnenscheinbärchi, Hurrabärchi und Schmusebärchi. Ich wünsche mir tatsächlich den Brummbärchi und als Gegenstück hätte ich gerne den Sonnenscheinbärchi. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob der Guru hier Glück hat. Ha, eine Frage werde ich auch noch beantworten, wenn ich sie gerade aufreiße. Wo ich die entdeckt habe. Ich war in Berlin am Wochenende. Und dort habe ich die im Hit Ulrich am Bahnhof Zoo entdeckt. So, jetzt kennt ihr auch genau meine Quellen. Ich werde vom Supermarkt nicht bezahlt, aber ist ja trotzdem mal ganz gut zu wissen, wo man die bekommt. Wenn ihr die schon im Edeka, im Rewe oder anderen Supermärkten gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Jeder ist euch dankbar für einen guten Tipp, ihr Lieben. Deswegen schreibt es ruhig rein. So, aha. Guckt mal, wenn man 15 Ü-Eier sammelt, lese ich gerade, und die Kassenbons per App hochlädt, meine Güte, dann bekommt man eine Ü-Ei-Snackbox gratis. Spannend. Vielleicht schaffe ich das ja. Immerhin sind hier ja schon vier Eier drin. So, was glaubt ihr? Ist da ein Bärchen drin oder nicht? 1, 2, 3. Ich glaube, in diesem Ei ist direkt ein Bärchen dabei. So. Mann, was haben wir hier schon Eier ausgepackt dieses Jahr, oder? Überraschungseier, meine ich, ihr Lieben. Also die Rieseneier hatten wir schon von den Jungs, Rieseneier für Mädchen. Und jetzt haben wir mal wieder normales Überraschungsei. Da hatte ich auch schon die Schlümpfe ausgepackt. Und hier habe ich tatsächlich ein Bärchen ausgepackt. Und es lag bestimmt auch in meinem T-Shirt. Denn es ist Sonnenscheinbärchi. Oh mein Gott, der ist wirklich ganz süß. Warum er diesen Pinsel in der Hand hält? Ach so, das ist ein Pinselbärchi. Man kann sich hier künstlerisch betätigen mit den Bärchis. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ach, bei den Bärchis, mich hätten die Bärchis auch ohne Pinsel glücklich gemacht. Wer noch? Schreibt es in die Kommentare. Weil ich finde, es ist ganz nice, dass die hier noch was drauf haben, dass man damit malen kann. Aber ich hätte mir den Bärchi auch ohne Pinsel ins Regal gestellt. So. Guck mal, es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Bär hier zu platzieren. Ich habe natürlich direkt die falsche gewählt. Steht der Bär jetzt auch? Der Bär steht. Weil hier hat er seinen Pinsel in der Hand. Da sind seine Farben. Ich glaube, das soll so ein etwas Eigelb sein. Das andere ist blau. Oh Gott, farbenleere 6, Herr Junkfood Guru. Nein, aber ganz süß. Da ist das Glücksbärchi. Mit dem Pinsel in der Hand. Und es ist das Sonnenscheinglücksbärchen, das finde ich gut. Wir gucken nochmal, ob wir auch wirklich alles richtig gemacht haben. Oder ob Care Bears heißen übrigens auf Englisch und es sind tatsächlich vier an der Zahl. So, weiter geht's mit. Das klingt auch so nach Glücksbärchen. Ich glaube, ich habe einen guten Riecher heute, was Glücksbärchis betrifft. Schauen wir mal. Mein Gott, diese Kinderschokolade, ne? Ich kann sie einfach immer essen. Die ist so lecker. Aber ich reiß mich jetzt mal zusammen, damit ich euch nicht zuschmatze. Ich finde ja auch am Anfang einer Überraschungseisaison schmeckt die Kinderschokolade noch geiler. So, und eine Güte, ich habe heute das Bärchenflair, was habe ich denn? Ich habe einen guten Bärchenriecher und ihr glaubt es nicht, ihr Lieben. Was habe ich gesagt, was ich mir am Anfang gewünscht habe? Fest dran glauben, ihr Lieben, und Wünsche werden frei, denn es ist das Wünsche werden wahr und auch frei natürlich. Brummbärchi. Es ist Brummbärchi. Ist das nicht geil? Ich habe gesagt, ich will Sonnenscheinbärchi, ich will Brummbärchi. Was kriege ich? Sonnenscheinbärchi und Brummbärchi. Es ist heute ein echtes Wunschkonzert hier beim Junkfood Guru. Auch Brummbärchi hat einen Pinsel und Brummbärchi kann man hier auch so feststecken auf diesem fantastischen Dingen.
wo es auch nur zwei Richtungen gibt und der Junkfood-Guru natürlich immer kläglich scheitert, weil ich lasse mich nicht so gerne feststecken in irgendwelche Schubladen oder irgendwo anders, das mag ich nicht. Naja, der Bär sieht auf jeden Fall toll aus, hat hier so einen Untersatz. Und jetzt schauen wir mal, was da noch drin ist in den anderen beiden Eiern. Das wollt ihr bestimmt auch wissen, oder? Ja. Deswegen, ach, ich höre es mal gar nichts, mache ich natürlich auch die anderen beiden Eier mit euch auf. Und wir schauen mal rein. So. Liebe Ü-Eiermacher da draußen, nochmal ganz kurz ins Gewissen geredet, gebt uns die Glücksbärchis ohne Pinsel, so mal als eigene Edition. Wer würde das geil finden? Schreibt es mal auch bitte in die Kommentare, damit die Leute draußen sehen, wir mögen die Glücksbärchis und wir würden die auch ohne Pinsel nehmen. Jetzt muss ich Schokolade essen, denn klebt das Ei dran fest. So, ach wie schlimm, ich muss Schokolade essen. Schrecklich, ich weiß. Hier drin ist kein Glücksbärchi, sondern ein Viech. Was für ein Viech, das kann ich nicht so... Ich glaube, es soll ein Dinosaurier sein. Oder ist es ein Opossum? Ich zeige euch mal, was hier drin ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Ding zusammenzustecken. Und es sind schon wieder zwei Möglichkeiten zu viel für mich. Das Vieh will einfach nicht. Doch, das ist es. Also es ist ein Gürteltier. Gürteltier mit Kind. Auch ganz niedlich. Haben wir ein bisschen Biologie hier noch gelernt, glaube ich. Ja, Dinosaurier ist es nicht. Das ist ein Gürteltier. Oder was meint ihr? So, ihr meint halt die Klappe und macht das nächste Ei auf. Okay, habe ich gehört und wird auch direkt gemacht. Ei Nummer 4, das letzte Ei. Und ja, wenn hier jetzt ein Bär drin wäre, wäre das schon ein verdammt großes Wunder. Und es ist kein Bär. Aber sowas hatten wir ja auch schon mal. Das ist irgendwas zum Zusammenbauen. Ich zeige euch das mal direkt auf der Anleitung. Jetzt müsst ihr hier nämlich 100 Jahre warten, bis ich mir hier was zurechtgefummelt habe. Das ist so ein Schnipsding, so ein Kreisel ist es. Schaut mal, soweit ist es. Das ist da drinnen. Aha. So, das kann man also durch die Gegend werfen und ja. Spannend, ihr Lieben. Die Glücksbärchis waren echt süß. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, aber wir wünschen uns die Glücksbärchis. Ich wünsche sie mir ohne Pinsel, ihr Lieben. Klingt auch bescheuert, ne? Glücksbärchis ohne Pinsel als eigene Edition, das wäre geil. Hier oben den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!